So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit einem neuen Top-Video, denn es geht heute um die Top 2 der Überraschungen aus 2016. Die Filme, die mich persönlich extrem überrascht haben, weil ich mir dachte, irgendwie... Anfangs, diese Filme kamen so im Grunde eigentlich aus dem Nichts. Du dachtest dir, setzen die das gut um? Kann das gut werden? Weil bei sowas wie Civil War oder bei Batman dachte man sich eh schon, ey, das könnte ein guter Film werden. Und das wurde ja auch eher erfüllt, aber bei denen dachte man sich, oh, wird's gut umgesetzt, und wir fangen direkt an mit Creed. Also es geht wieder darum, dass halt Rocky im Grunde zurück ist, allerdings diesmal in einer anderen Art, nämlich eher als Trainer. Und anfangs dachte man sich, okay, eine Neuauflage dieser Kultfilme, kann das was werden? Viele haben gesagt, nicht wirklich, aber dann kam der Film und er war einfach geil. Es war eine gute Story, es war gut produziert und Sylvester Stallone ist hier mit in einer seiner besten Rollen. Also definitiv eine Empfehlung von mir, und der Film hat mich extrem überrascht. Ist wirklich gut gemacht worden, und ebenso Nerf. Ich habe den Film im Kino gesehen und dachte mir so, wow, das habt ihr rausgemacht. Ich war echt so, oh, hoffentlich wird da was, coole Thematik, Emma Roberts, richtig gut, und in der Kombination mit ihren Schauspielerkollegen echt unterhalten, cool gemacht, Gastauftritt von Casey Neistat, und dementsprechend, dieser Film hat mich am Anfang gedacht, oh, hoffentlich wird er gut, und er wurde gut, und er hat mich überzeugt, und er wurde auch nicht zu shaky von der Kamera, wegen, ja, wir filmen alles mit dem Handy, so nach dem Motto. Richtig gut, hat mir gefallen und kann ich euch nur empfehlen. Das war's mit diesem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schreibt in die Kommentare, welche Filme euch im letzten Jahr richtig überrascht haben. Und ja, in diesem Sinne, bis demnächst. Für ein Abo auch noch mit der Glocke eins da lassen, um keine Videos mehr zu verpassen. Bis dahin, immer schön weiterzocken. Ciao!